Welcome to the press conference with our head coach Raphael Wicki. Begrüße Sie zur Medienkonferenz mit unserem Cheftrainer Raphael Wicki und bitte Sie, Ihre Fragen zu stellen. In English or in German. Ja, Raffi, du hast Mut gefordert von deiner Mannschaft. Ich nehme an, den kann man dieser Mannschaft nicht absprechen, überhaupt nicht. Was war denn das, was gefehlt hat? Ja, absolut. Ich denke nicht, dass wir uns groß etwas vorwerfen müssen oder können, wenn es um den Mut oder um die Leidenschaft, die Solidarität geht. Ich glaube, da kann man über viele Punkte sehr, sehr stolz drauf sein, was das Team heute abgeliefert hat. Was am Schluss fehlt, ist, dass du gegen solche Mannschaften, um einen Punkt zu holen oder zu gewinnen, das perfekte Spiel machen musst. Das konnten wir nicht. Das perfekte Spiel heißt, jeder muss über sich hinauswachsen. Du musst deine Möglichkeiten extrem effizient nutzen. Du darfst keine Standardtore kriegen und musst auch hoffen, dass der Gegner vielleicht nicht so effizient ist. Und vieles ging auf, einiges nicht. Und das sind dann die letzten Details, wenn man eben gegen diese Top-Mannschaften gewinnen will. Aber trotzdem sind wir enttäuscht über das Resultat, aber ich denke, dürfen wir auch ein bisschen stolz sein über die Leistung der Mannschaft. Yeah, we were courageous. I'm happy and I'm proud, but in the end we lacked the perfect game. We lacked some efficiency. A lot of things worked, but not everything. So in the end, yeah, there's some deception, but also some happiness as well. Ja. Es sind jetzt drei Spiele vorbei, die Hälfte ist vorüber. Wie ist die Bilanz, die Zwischenbilanz, ein bisschen auch weiter zurückblickend? Ja, die Bilanz ist, dass wir im Rennen sind. Wir sind im Rennen, um unser Ziel europäisch zu überwintern erreichen zu können. Ich glaube, das ist nach wie vor möglich. Da werden wir alles tun, um das zu erreichen. Das Fazit ist, dass wir in all diesen drei Spielen, über Strecken, über große Strecken zum Teil, gegen diese Top-Teams auch mithalten können. Natürlich mussten wir heute leiden und es war auch klar, dass die 70% Ballbesitz haben, das haben sie fast immer. Aber dass du da solidarisch leidest, dass du dir auch die Möglichkeiten spielst, das war in all diesen Spielen so. Aber das Fazit ist auch, dass eben noch ein Stück fehlt, um eben dann die Überraschungen auch machen zu können. Und da müssen wir daraus lernen und weiter hart arbeiten, weil es geht nur durch harte Arbeit. So after three games, they're still in the race to still be in the competition in winter. That's their big goal. Yeah, they suffered today. Manchester City had a lot of ball possession. That was expected. And in the end, looking back to the three games they had, well, as he said before, something still lack, unfortunately. Nächste Frage, bitte. Einige Worte über die Stimmung. Wie war das von dem Spielfeld zu erleben? Ja, es war fantastisch. Also Kompliment wieder an unsere Fans. Fantastisch beim Einlaufen, die Choreografie und auch die ganze Stimmung während des Spiels. War wirklich wunderschöne Momente heute. Ja, sehr, 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 sehr schön. Well, a great crowd. Great thanks to the crowd. They had a great choreography at the beginning and it was fun to play in front of that crowd. Wieder diese Seite. Es gab zweimal eine quasi identische Handspielszene. Einmal wird das Tor zurückgenommen, nachdem der Ball vom Fuß von Grealish an den Arm fliegt. Und einmal gibt es keinen Elfmeter für Young Boys. Das war wirklich die gleiche Szene. Kannst du das nachvollziehen? Wenn es zweimal wirklich die gleiche Szene war und es zweimal nicht gleich bewertet wird, kann ich es nicht nachvollziehen. Ich habe die Szene nicht im Kopf, nicht gesehen, deswegen kann ich nicht viel darüber sagen. Aber wenn es wirklich die identischen Szenen sind, sollten sie gleich bewertet werden, wenn wir schon VAR haben, ja. Well, there were two identical handballs, one on the side of Manchester City, one on the side of Young Boys Bern. The referee didn't call it the same, so... And the manager says, if it were two identical handballs, he cannot understand why the referee decided like he did. Hast du im Kopf, was nach irgendwie 15 Minuten war, als du ziemlich lange mit Sandro Lauper gesprochen hast? Ich glaube, Lane Bloom war gepflegt worden und Sandro war ziemlich lange bei dir. Hast du da was korrigieren, was erklären müssen, was helfen müssen? Was habt ihr da gesprochen? Ja, Sandro kam zu mir wegen einem Spieler, der immer irgendwo im Rücken herumgeschwirrt ist, einem Gegenspieler, der
uns einige Probleme bereitet hat. Und er hat gefragt, ob wir da etwas anderes machen müssen oder sollen. Das war etwas Taktisches, ja. Und was hast du gesagt? Wir haben es so weitergemacht und das ist eigentlich so recht gut gelöst. Weil alles kannst du nicht zustellen gegen sie und jeden Spieler kannst du nicht, sonst musst du in die Manndeckung gehen. Das ist dann auch schwierig. So after 15 minutes he had a long discussion with his player Sandro Lauper and it was a tactical advice. They had some problems with an opponent and they solved the problem. Tried. Nächste Frage. Wenn alles geklärt ist, vielen Dank. Wünschen wir allen eine gute Heimreise und eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Merci.